Okay, Leute, es ist jetzt endlich Zeit, dass ich jetzt auch endlich mal eine Minecraft-Helden-Tierlist mache. Und jetzt werde ich alle Teilnehmer von Minecraft-Helden bewerten und ungefähr einschätzen, wie stark sie sind. Ich kenne nicht die PvP-Künste von allen Leuten, aber ich habe so einiges gehört, Leute. Und demnach werde ich das heute auch einschätzen, Leute. Also, so, wir sind ready, Leute. Wir haben hier als allererstes Alphastein. Alphastein spielt halt Minecraft schon extremst lange. Aber man muss natürlich auch bedenken, dass sich das Minecraft-PvP im Laufe der Zeit geändert hat. Und eigentlich das, was man früher so konnte, zählt nicht mehr so ganz. Aber trotzdem ist noch so ein bisschen Erfahrung. Aber Alphastein ist schon übelst lang dabei. Ich glaube, Alphastein schätze ich tatsächlich zwischen könnte das Ding gewinnen und stark ein. Ich glaube, der ist krass. Ich glaube, Alphastein könnte auch so... Alphastein muss man halt auch bedenken, so beim PvP, der traut sich auch jemanden mal richtig wegzurotzen. Ich glaube, ich pack ihn hier hin. Könnte das Ding gewinnen. Easy. Okay. Ich habe noch gar nicht meine Kategorien erklärt, Leute. Könnte das Ding gewinnen? Also übelst stark. Stark ist halt einfach so PvP-technisch stark, aber glaube ich eher weniger, dass diese Person halt, die in der Kategorie ist, den Win holen kann, weil da halt noch die bisschen Würze fehlt. Geht so. Ist halt, geht so. Ja. NPC ist halt wirklich komplett lost. Und kann ich nicht einschätzen, ist, kann ich nicht einschätzen, aber weiß ich nicht, ob ich das heute verwenden werde. So, als nächstes haben wir hier Amir. Amir würde ich, boah, ich weiß nicht, wie stark Amir ist, aber Amir würde ich, glaube ich, so, also entweder kann ich nicht einschätzen oder geht so. Ich weiß nicht, ob er so ein crazy Minecraft-Zocker ist. Ich würde ihn eher auf geht so einschätzen fürs Erste. So, der nächste Wasserkrieger hier im Bunde ist A Wife. A Wife spielt tatsächlich schon auch sehr lange. Aber würde ich tatsächlich auch, boah, einfach Stimme gerade voll abgekackt, würde ich tatsächlich auch, glaube ich, erstmal unter geht so einsortieren. Weil das Ding ist so, man kriegt auch so ungefähr mit, so wer so alles Training macht und so und wer gerade übelst am Schwitzen ist und am Hustlen und PvP-mäßig, da sieht man sich halt auf den Servern und so und was die so alles machen. Aber ich glaube, Wife hat, glaube ich, gerade sogar Urlaub in Griechenland. Und dann, das sind so ein paar Tage, die dann fehlen so. Ich glaube, den packe ich auch unter geht so. Und wir machen einfach direkt weiter, weil es so gut passt mit Rhiney, den guten Alten. Weil Rhiney ist ja auch Teil der Wasserkrieger. Da würde ich sagen, Rhiney... Boah, das Ding ist, bei Rhiney weiß ich nicht, ob er ein Minecraft-OG ist. Das könnte fast unter kann ich nicht einschätzen fallen, theoretisch. Könnte fast hier reinfallen, aber das Ding ist... boah, schwierig bei Rhiney, weil ich glaube, Rhiney hat schon was drauf. Ich glaube, Rhiney hat auch früher Minecraft gezockt. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich würde sogar Rhiney hier einschätzen bei stark. Ich glaube, Rhiney, der kann was in Minecraft. Ich glaube, der ist ein Minecraft-OG und der kann was. Ja, dann kommen Ben und Elina, Alter. Erstmal ich hier. Ich weiß, also ich glaube nicht, dass ich das Ding gewinnen werde. Ich bin mir nicht sicher. Oh, wir haben so viele zugesprochen und gesagt, yo, du gewinnst das Ding, aber ich weiß es nicht. Das Ding ist, sobald ich, kenne ja, wie ich gegen Ben fighte und sobald ich gegen Ben, glaube ich, fighte, okay, wird schwierig. Könnte ich mit Luck irgendwie gewinnen, weil ich halt mehr Items habe, aber ich ordne mich jetzt unter stark ein. Ja, ist halt so, keine Ahnung, ich zock halt schon Ewigkeiten und so gegen Ben. Schwierig, aber ich bin jetzt nicht unbedingt viel, viel schlechter als... Also, ja, mein Gott. Egal, ich halte die Schnauze einfach. So, Ben packe ich hier sofort und dann könnte das Ding gewinnen. Weil, ja, ich glaube, der könnte das Ding halt einfach gewinnen. So, ist einfach so. Ben ist schon ein starker PvPler. Der ist crazy krass. Der ist crazy. Der fuchst sich da ein, der schwitzt da mega. Das ist crazy. So, dann haben wir hier Blackjack. Blackjack würde ich... Oh, kann ich gar nicht einschätzen, tatsächlich. Ich glaube, Blackjack packe ich mal als auf... Kann ich nicht einschätzen, weil... Ich kann ihn wirklich nicht einschätzen. Ich weiß nicht, ob er schon extrem lange zockt. Oder ob er jetzt erst angefangen hat. Ich glaube, er ist ein Grinder. Aber ich glaube... PvP-technisch weiß ich nicht. Ich kann ihn nicht einschätzen. Boah, Chaosflo. Brauche ich gar nicht überlegen. Chaosflo ist so drin... Der ist wirklich im Vollen.
Helden-PvP-Tunnel. Der ist krass, der beschäftigt sich krass damit, der kann sich krass mit solchen Sachen beschäftigen. Den packe ich hier hin. Könnte das Ding gewinnen. So, Leute. Dann packe ich. Warte, soll ich das auch hier so sortieren? Also ich packe. Ich glaube, vielleicht bin ich hinter Rhiney. Ich packe mich hinter Rhiney. Und da würde ich sagen, ist glaube ich. Boah, ich glaube, Wife ist vor Amir. Hey, kann ich das tauschen? Ja. So. Und ich würde das, glaube ich. Ich glaube, ich würde das so sortieren. Kann ich das nicht switchen? Na, egal. Ben oder Flo, keine Ahnung. Ich pack. Die sind so gleich. So. Dann Denergy. Oh, Denergy spielt halt, glaube ich, fast gar nicht Minecraft. Ich glaube, der war gar nicht in Minecraft drin. Kann ich aber auch eigentlich nicht so gut einschätzen. Und ich will ihn eigentlich nicht unter der NPC-Kategorie nennen. No hate, die NPC-Kategorie ist einfach nur eine Joke-Kategorie. Wisst ihr? Die ist nichts böse. Die ist einfach nur Spaß. Die ist nur aus Witz. Komm, wir packen ihn unter NPC. Der muss auch irgendwer leben. Aber ich glaube nicht, dass er so bad ist. Insgesamt sind, glaube ich, alle geht so. Aber wir packen ihn mal unter NPC. Let's go. Eiterbeule ist, glaube ich, auch extrem lang bei Minecraft dabei. Ist, glaube ich, der ist unterschätzt, glaube ich. Ich packe ihn mal unter stark. Ich weiß nicht, ob er das gewinnen wird, aber Eiterbeule ist, glaube ich, auch crazy PvPler. Dann haben wir MBK. Ich weiß nicht, ob das der richtige Skin ist, aber ich habe seinen Namen richtig eingegeben, aber das war der Skin. Das sieht irgendwie voll komisch aus. MBK würde ich und... Oh, MBK ist auch schon echt stark. Den packe ich auch unter stark auf jeden Fall. Ich glaube, ich packe den sogar vor IT und mich. Ich glaube, der ist richtig gut. Nach dem, was ich bei dem Fight gestern oder heute, das kam ja heute online, gesehen habe, das ist crazy. Gomma HD ist, glaube ich, auch heftig am Ackern. Würde ich auch hier so hinpacken. Hinter MBK, glaube ich, so. Aber ob Ryan... Ich glaube, so, das ist die richtige Reihenfolge für stark. iCrimex ist, glaube ich, auch nicht bad. Aber ich packe ihn mal unter geht so. Aber, glaube ich, vorderster Place. Hallo, kann ich das switchen? Oh, jetzt habe ich alles getauscht, so. Ente. Boah, Ente ist, glaube ich, verrückt. Ente ist, glaube ich, verrückt. Der könnte sogar zwischen die beiden hier gehören. Nee, wobei, eigentlich nicht. Ich glaube, Ente ist crazy. Ich glaube, ja, der kann auch so. Man muss auch kaltblütig sein in so einem Projekt. Versteht ihr, Leute? Man muss auch tatsächlich mal jemanden umhauen können. So bei mir, das Ding ist, mir fällt es schwer, Leute zu killen. Mir fällt es schwer, Leute zu killen. So, das tut. Du haust ja jemanden aus dem Projekt raus. Der kann keine Videos mehr machen. Und das können nur Leute, die so einfach so, zack, einfach so killen können. Kommen wir zu Easy. Easy ist eine crazy Grinderin. Und Easy hat, glaube ich, auch mit Ryan extrem viel Bad Wars gespielt. Und ich glaube, Easy kann auch heftig was am Schwert. Ich glaube, ich würde Easy so hier hinpacken. Ich glaube, das ist so Easys Position hier ungefähr. Vielleicht sogar vor Gomme, glaube ich. Boah, ja, ich glaube sogar vor MBK. Ich glaube, die könnt den Easy killen. Kian, kann ich schwer einschätzen, aber würde ich eher so auf geht so packen. Aber ich glaube, er ist auch crazy am Hustlen, aber halt noch nicht so lange in dem Minecraft-Game dabei, glaube ich. Gambo würde ich tatsächlich... Boah, er ist auch nicht bad. Und er hat auch viele Materialien. Aber würde ich auch in die Kategorie geht so einteilen. Rosic ist, glaube ich, auch Kategorie geht so. Es ist halt auch schwer, ne, Leute? Man hat ja Full-Rüstung, Schutz 4, da stirbst du jetzt nicht so einfach. Da musst du halt schon... Da müssen einfach deine Materialien ausgehen und du hast das Ding verloren. So. Dann habe ich noch hier Ryan. Ryan, glaube ich, könnte auch das Ding gewinnen. Ich glaube, der könnte auch im PvP-Fight einfach so Tunnelblick, bumm. Stani würde ich, glaube ich, auf geht so auch packen. Sue würde ich, glaube ich, auch auf geht so packen, oder? Ja, ich glaube, Sue ist ein bisschen stärker als Stani. Würde ich, ja, hier so neben MBK auf jeden Fall, aber hinter MBK. Dann kommt noch Yami, natürlich. Yami.
Ich glaube, Yami könnte die Leute killen mit so coolen Fallen. Ich packe ihn auch mal in Kategorie geht so. Und dann haben wir auch schon... Mann, jetzt fühle ich mich schlecht. Niemand ist ein NPC. Wir packen einfach Denergy hier hin. So, das ist doch so süß. Das ist doch eine süße Aufteilung. Und so sollte das auch Sinn ergeben. Es kann halt nur einen Gewinner geben, deswegen sind hier halt weniger, hier auch weniger. Also, ja, Leute, sagt mal, was ihr über meine Minecraft-Helden-Tierlist denkt. Ich weiß jetzt nicht so genau. Vielleicht bin ich ja auch in Kategorie geht so. Ich habe keinen Plan, Leute. Aber das war jetzt hier meine Tierlist. Die ist public. Ihr könnt gerne aus Spaß, könnt ihr auch mal eure Tierlist machen. Könntet so ein Guess abgeben, wer das Ding gewinnen könnte. Aber das hier ist meine. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag morgen Abend. Schaut morgen beim nächsten Zweitkanal-Video. Ach so, und wichtig, lasst alle ein Abo da, weil dann kriegen wir jetzt noch die 100k voll auf meinem Zweitkanal. Wir stehen auch kurz vor der 100k. Das wäre crazy, Leute. Okay, haut da rein, Leute. Bis morgen. Ciao.